Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Georg TV. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie was Falsches gesagt, aber egal. Heute, meine lieben Freunde, reden wir über den Unfall, den ich vor Jahren gemacht habe und der hat meinen Fuß komplett auseinandergenommen. Und heute möchten wir darüber reden. Ich habe gerade gesehen, dass ich gestern meine Kamera nicht aufgeladen habe und ich hoffe sehr, dass diese Aufnahme sich ein bisschen ausgeht. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, im Alter circa von 15 Jahren, 16 Jahren circa, ich glaube 15 war das, war ich ein echter Fan von Mopeds. Ich wollte unbedingt ein Moped zulegen, weil es für mich auch sehr praktisch war, von zu Hause bis zur Schule. War für mich praktisch. Gesagt, getan, Freunde, ich habe dann den Führerschein gemacht mit sehr viel Überwindung, dass ich auch meine Eltern überzeuge, dass es nicht gefährlich ist. Irgendwie habe ich es geschafft, Freunde. Und dann habe ich den Führerschein auch geschafft und dann kam das erste Moped, das ich bekommen habe. Das war eine Aprilia SX50. Ich habe auch ein Foto auf Instagram, da habe ich aber das Moped wirklich designed, Sticker draufgeklebt, Höhen verstellt, keine Ahnung, solche Sachen. Danach müsst ihr euch vorstellen, bin ich sehr oft mit dem Moped, speziell im guten Wetter, zur Schule gefahren und wieder nach Hause, mit Freunden getroffen, Racing, dies, das. Aber damit ich es gleich dazu sage, ich habe nichts an Schnelligkeit bei dem Moped geändert. Das heißt, es ist diese 50 km/h gefahren. Außer bergab, Digga. Da ist gefahren 150. Ihr müsst euch vorstellen, was war da mit diesem Kackunfall los? Es war ein Tag in der Schule, ganz normal, schönes Wetter. Ich bin mit dem Moped zur Schule gefahren und ich hatte diesen Führerschein vom Moped. Das war so ein Zettelführerschein, so ein altmodischer. Und mein Freund hatte so eine coole Schablone, wo er das reingelegt hat, damit dieser Führerschein nicht kaputt wird. Und er hat zu mir gesagt, Bruder, jetzt, ich habe viele zu Hause, fahr mal nach der Schule zu mir, du holst dir so eine Schablone, Dings, irgend so eine Hülle, tust den Führerschein rein und dann kannst du abzischen. Ich sage zu ihm, gute Idee, mach mal das. Nach der Schule fahren wir gemeinsam mit dem Moped, er hatte auch eins, fahren wir zu dir, holen wir uns diese Schablone, ich bedanke mich bei dir und dann zisch ich. Und dann passierte dieser Kackunfall. Ich bin nach der Schule mit ihm losgefahren. Er war vorne, ich war hinter ihm und wir sind gefahren. Am Anfang sind wir auf der Straße gefahren, aber dann kam es zu einem Stau und dann hat mein Freund gesagt, Bruder, wir nehmen Abkürzung, yalla, yalla. Und ich bin einfach hinterher gefahren. Das Problem war, dass dieser Junge den Weg von zu Hause erkannte. Deshalb wusste er ganz genau, wie er fahren muss. Ich wusste nichts, Digga. Ich bin über Hügel gefahren, so irgendwie. Und dann kam es zu einem Problem, nämlich wir sind auf eine Einbahnstraße reingefahren. Irgendwie, es war so eine enge Straße und dann kam so ein fetter Bus entgegen. Der Bus hat die ganze Straße genommen. Das heißt, wir mussten auf den Gehsteig fahren. Er hat es rechtzeitig geschafft und ich leider nicht. Ich bin dann mit dem Moped gegen den Gehsteig gefahren und bin dann umgefallen. Und das Problem war, das Moped dann auf meinen Rücken und mein Knie war an der Kante des Gehsteiges. Und als das Moped nochmal gegen meinen Rücken fiel, habe ich mich echt stark verletzt am Knie. Das alles passierte vor einer Trafik. Da sind die ganzen Mitarbeiter von der Trafik rausgegangen, haben mich ehrlich gesagt auch sehr schnell versorgt, also mit so einer Bandage über das Knie, weil das Knie sehr, sehr geblutet hat. Und danach wurde die Rettung verständigt, aber alles peace. Ich bin dann gleich nach Hause gefahren. Und natürlich, mein Vater sowie meine Mutter waren nicht so begeistert, weil sie ja wussten, dass das mit dem Moped nie was Gutes wird. Doch zu Hause haben wir entdeckt, dass das Blut nicht aufhört und dass es so aussieht wie eine Schnittstelle. Haben wir gesagt, okay, Kollege, wir fahren zum Krankenhaus. Und es war, ja, es war ein Schnitt. Und wir müssten das nähen. Ja, Freunde. Und seitdem habe ich so eine komische Stelle am Knie, das kann ich euch dann gleich zeigen. Und ja, eine Stelle wurde genäht, die sieht man aber nicht mehr so stark. Und seitdem, Freunde, muss ich ehrlich zugeben, das Moped war ja dann leicht demoliert. Seitdem bin ich nicht mehr Moped gefahren. Und seitdem steht das Moped in meiner Garage. Ich möchte immer wieder ein Comeback machen. Denke ich mir immer wieder so, Bruder, fahr doch, Mann. Aber es muss natürlich einiges repariert werden. Zum Schluss habe ich mir nicht mal die Schablone geholt und es waren knapp 100 Meter neben seinem Zuhause. Das heißt, er ist dann einfach nur eine Minute nach vorne gefahren und dann war er bei ihm zu Hause. Also das war so unnötig, Freunde. Aber im Endeffekt habe ich die Schablone nicht bekommen, war dann im Krankenhaus, wurde genäht, bin dann nie wieder Moped gefahren und jetzt mittlerweile habe ich den Autoführerschein. Und ja, Freunde, die Zeit vergeht, das ist unglaublich. Aber das war eigentlich die Story von meinem Unfall, Digga. Heftig. Immer wieder, wenn ich Mopedfahrer sehe oder Freunde, die Mopeds fahren, erinnere ich mich an diese Geschichte. Die Geschichte mit dem Führerschein. Schablone. Ich hoffe, euch hat diese Story gefallen. Wenn es der Fall ist,
dann lasst einen heftigen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Supportet mich weiterhin, Freunde. Und das war's, Digga. Will noch irgendwas sagen? Ja, du bitte? Ihr sollt mich auf Instagram folgen? Okay. Abonniert mich auf Instagram, okay? Nicht vergessen. Und nur nebenbei, ich finde das krass, dass die Kamera immer noch nicht ausgeschaltet hat. York City.